Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Wir waren hier stehen geblieben, dass wir jetzt das dritte Tor verteidigen sollen. Und das. Wir haben es jetzt die ganze Zeit mit so echt nervenden Gegnern zu tun. Was mir mal so gar nicht gefällt. Ich bitte euch mal zu entschuldigen, wegen, dass ich mich wahrscheinlich so nasal anhöre. Liegt halt daran, wegen meiner Allergie. Da ist halt eine Nasenseite ein bisschen nicht so ganz so frei. Was? 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 Wie? Wie jetzt? Was denn da los? Immun? Ja, irgendwas haut er da jetzt nicht hin. Irgendwie will das Ding mich doch jetzt veräppeln. Oh. Aber, ja, hat jetzt nicht gerade so viel so viel Leben, dass er uns Ärger bereiten kann. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie warte mal, der war doch gerade fast tot. Hä? Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen, weiß ich, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Wow. Na, das war jetzt ungeil. Na, das war jetzt mal ungeil. Wir könnten ja jetzt einfach mal mit einem Dreifach-Crit. Das ist ungeil gewesen, echt. So. Ja. Ist der wirklich auch gegen, nee. War doch die lebende Schuss. Muss man niesen. Mann, Mann, Mann. Also Allergie wünsche ich niemanden. Wirklich. Wünsche ich niemanden. So. Oh. Du Depp. Du Depp. Ganz einfach, du Depp. Ach, hätte. Schon wieder. Na, ich dachte, der kommt jetzt schon mal hier mit einem 10-fach 10.000 Crit. So. So, senkt man doch deine Präzision. Wenn du ja schon so oft drankommen möchtest. Beziehungsweise, zack, geht doch. Wenn du wirklich stressen möchtest. So. Ey, was soll denn das? Elegos! Eoden! Mann! Kannst du nicht machen! So, es gibt ja so eine ganze Zeit schön Debuffs drauf.
Ach nö. Läuterung. Was war das denn? Alle negativen Effekte von der Gruppe. Müsste doch dann eigentlich gehen. Ja. Das geht auch. Super. Hä? Oh. Ups. Habe ich mich wohl gerade ein bisschen verklickt. Jawollo. Gegenangriff. So, Idrial geht jetzt raus für Beretor. Also falls dieser Kampf dann gleich nochmal kommen sollte, dann kannte ich den natürlich raus. Wow, fast 20 riesige Doppelkrit. Jawollo. 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 Fand ich jetzt gerade richtig geil. So, jetzt muss ich halt doch nochmal erstmal Idrial holen. Halt, machen wir Xase. Dann können wir gleich beide heilen. So. Und so. Ja, er ist immun. Er ist leider immun. Also. Zack. Und Bautz, Bautz, Bautz. Jawollo. Gleich noch ein Krit hinterher. Ausgewichen. Oh! Warum trifft er nicht so doll? Also nicht so gut. Was soll denn das? Jetzt stirb! Ja. Stirb! So. Das Ganze mal an eine Truhe ranzukommen. Ich meine, was soll denn das? Also, das ist ja. Das ist ja eklig. Da finde ich mein Level ab. Das ist ja eklig. Ja, morgen. Ah, Illegus auf. Ja, das ist schön. Und Hedert auf. Und morgen bekommt Schuppenpanzer. So. Machen wir gleich mal. Zack. Wo ist er? Da unten ist er. Und hier. Zack. Skettpanzer der Rohirrims. Für Eoden. Wo ist Eoden? Hier ist Eoden. Geht Tempo ein bisschen runter. So, da haben wir die nächste Truhe. Biritor Schutzring der bla bla bla. Scharf durchbohren stumpf. Wow, die AP geht nochmal übelst hoch. Dafür geht Geschick ganz schön runter. Könz geht etwas runter. Nehmen wir. So, Morven, schwerer Helm, Eoden schon wieder. So, da ist er. Naja. Hat sich so einen vernünftigeren Helm. Was kommt jetzt? Wer will jetzt was? So.
Elegos, weite deines Amtes und schläfe mal alle ein, bis auf den einen da. Oh, ja. Die könnten alle tot sein, glaube ich. Ja, die sind alle tot. So. Ja. Da kommen jetzt halt mal nicht alle dran. Okay. Nicht sehr cool. Was sollte das? Das ist recht nicht cool. Ja, ist mir egal. Zack. Ist er wieder voll. So, ist aber schon die Moon. So wie ich den kenne. Nein, ist er nicht. Loser. So, er war dran. Zack. Naja, da kommt ja doch jeder dran. Auch wenn der Kampf halt natürlich wirklich nicht so anspruchsvoll eigentlich ist. Aber es war ja trotzdem jeder dran. Zack. Tot. Und weiter geht's. Beretorschaft. Level up. Level Up hat er aber auch nur geschafft, dadurch, dass wir ja da was bekommen hatten noch. So, der nächste Palantir-Kampf. Gondorianische Armschienen. Na bitte. Oh. Stufenaufstieg. Wie? Geht runter. Was haben wir denn jetzt angelegt? Numenorische Armschienen. Ah, okay. So, ich habe noch Stärke. So. Oh, oh, oh. In Fahrt mit dir, Kreatur des Schattens. Oh, Hexenkönig will was. Und zwar, er will Gandalf. Ja, der Ganze könnte jetzt auch ein bisschen gefährlicher sogar sein, der Hexenkönig. Weil wir haben ja Gandalf jetzt noch mit dabei. Wie gesagt. Von daher könnte er jetzt auch noch ein bisschen gefährlicher sein. Was hat denn Gandalf? Das Heilige Feuer. Ich glaube, das war wirklich so mit der Stärkste, glaube ich. So, Morwen. So. Ach, immun. Sehr schade. So. So, der die Präzision senkt, genau. Zack. Trifft er vielleicht nicht mehr ganz so oft. Ui, der hätte fast 5000 Leben, der gute Hedhot. Junge, ich denke mal, da ging es ja immun. Nein, ist er nicht. Ja, super. Nicht cool. Aber macht nichts. So, was haben wir noch? Das war Blitzpfeil. Auch verringert. Zack. Ui, er fliegt aber ganz schön zurück. So, Eodin noch. So. Bam. Gepiekst hat er dich. Also ihr seht, bis jetzt ist er nicht ganz schwer.
Bis jetzt hat er gerade überhaupt nichts auf dem Kasten. Zack. Bis jetzt ist er ein echter Loser. So. Zack. Machen wir noch die Nahkampfabwehr runter. So, hätte, dann gehst du mal kurz raus. Denn Idriel hat auch noch nichts gemacht. Zack. Jetzt hat sie was gemacht. So. Also ich weiß, es kann sein, dass Gandalf noch eine stärkere Attacke noch hat, aber ihr seht ja, wie kinderleicht er eigentlich ist. So, Beretor. Du bist dran. Wow, ja, ich liebe Damage. Ich liebe Damage. So, was haben wir noch? Willen brechen. Fuck. Der ist echt gegen nichts immun, wa? Mann, 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 Mann. Oh ja, macht gleich mal 4000 Damage ungefähr mehr. Oder die 2000 Damage. Zack, und er ist auch schon besiegt. Was ein Loser. Hat auch nicht gerade wirklich viel EP gegeben. War ja auch nicht gerade schwer. Die Hörner der Rohirrim, das Blatt wendet sich. Ich muss mich beeilen. Faramir ist in großer Gefahr. Ihr müsst den siebten Ring erreichen. Ich werde dort warten. Wir kämpfen für die Zukunft Gondors. Gemeinsam. Okay. Keine epische Szene. Was ist da denn los? Sonst kriegt man doch immer eine epische Szene. So, wir hatten ein Elbenschild erhalten. Rüstung geht hoch. Aha. Immun gegen nichts. Ja, das ist ja auch blöd. Aber Tempo geht hoch, Geschick geht hoch, Rüstung geht hoch. AP geht nochmal hoch. Ja, wie lass das, was wir jetzt drin haben. So, was haben wir denn überall? Hier haben wir Truhe. Eodin, Isildurs Nadel? Habe ich ja gerade richtig gelesen? Ja. In Schatten und Stumpf, AP geht hoch. Nee, möchte ich nicht. Gebe mir zu viel runter. Da ist noch mal eine Truhe. Eodin, Beinschiene des Hauptmanns. Die nehmen wir. So. Da ist noch eine Truhe. Hätte Zwergenkriegshammer. Jetzt kriegt er auf einmal wieder Waffen oder was? Wow, da geht alles hoch eigentlich. Einfach weniger Schaden wie das. Also nee, danke. Also nee, danke. Wir haben den siebten Ring erreicht und die Zitadelle. Oh, Denethor. Das ist Denethor. Das war Denethor. Mit ihm endet auch die Zeit deiner Verbannung. Der Truchsess Gondors ist nicht mehr. Doch seine Halle wird angegriffen. Hier wird das Banner Elendils aufbewahrt. Du musst es an dich nehmen. Ja, kriegen wir hin. Die schauen wir uns an. Ich habe den Truchsess Faramir gerettet. Doch für seinen Vater kommt jede Hilfe zu spät. Sein Geist wurde schon lange vor diesem Tag mit Bosheit vergiftet. Und so endet Denethor, Exilions Sohn.
und mit ihm das Zeitalter Gondors. Plups. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, diese Kämpfe hier mache ich offscreen. Da ist nämlich kein besonderer Kampf dabei. Und wenn doch, dann mache ich natürlich die Aufnahme an, aber eigentlich war da nichts Besonderes. Und das würde halt wieder fast eine Hälfte des Partys füllen, indem ich jetzt hier nur da rumkämpfe. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich auch ruhig mit einem Daumen nach oben und schaltet beim nächsten Part wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut.